Guten Tag, meine Damen und Herren. Die aus Bremen oder Halberstadt, aus Halle oder Quedlinburg kommen, haben zum Namen Roland sicher eine besondere Beziehung. In diesen Städten befindet sich eine Roland-Säule oder Roland-Skulptur. Ein barhäuptiger Mann mit einem blanken Schwert und einem Schild. Für die Angehörigen der Flugabwehr-Raketengruppen der Bundeswehr ist Roland etwas ganz anderes. Ein Waffensystem zur Abwehr feindlicher Flugobjekte. Krönender Abschluss der Ausbildung am Waffensystem Roland und Ziel eines jeden Roländers ist der scharfe Schuss auf Kreta. Doch bevor die Crews mit der Transall nach Namfi, dem NATO-Raketenschießplatz, unterwegs sind, haben sie eine gründliche Ausbildung hinter sich und müssen das System voll und ganz beherrschen. Eine Roland-Staffel auf dem Weg in die Stellungen. Vorweg der Gefechtsstand, dahinter die Waffenanlage, von der die Lenkflugkörper abgefeuert werden. Bis zu 8 Waffenanlagen und ein Gefechtsstand gehören zu einer Roland-Staffel. Das Waffensystem Roland ist sehr mobil, allwetterkampffähig, mit kurzen Reaktionszeiten. Die Fahrzeuge sind allradgetriebene 15-Tonner. Ideal für die unter Zeitdruck stehenden Anfangsoperationen, bei Krisenreaktionseinsätzen, zur schnellen Absicherung der Transporte oder an Landungen an Häfen. Roland schützt Flughäfen wie Mörsenich oder Ramstein, eigene Verbände bei Verlegung und schließlich mit anderen Wrack-Systemen wie Patriot, Hawk und Stinger wichtige Industriezentren. Wir nivellieren gerade den Shelter, damit die Antenne absolut gerade steht.15 Minuten dauert's, dann steht der Flugabwehrgefechtsstand Roland, kurz FDR. Durch eine eigene Energieversorgung ist das System unabhängig. Der Mast für die Radarantenne ist 13 Meter hoch. Und so funktioniert's im Einzelnen. Mit unserem 2D-Radar erfassen wir alle Flugziele im Umkreis von 60 Kilometern. Kampfführer, schnell einfliegendes Flugzeug. Rechnerunterstützt wird eine Freund-Feind-Identifizierung vorgenommen. Zwei Ziele, 29 feindlich. Über Datenfunk erhält eine Waffenanlage den Befehl, das Ziel zu bekämpfen. Die Waffenanlage Roland, abgekürzt FRR, ist in 3 Minuten einsatzbereit. Der Alarmposten geht dort in Position. Beginnen mit Tarnen. Die Besatzung der Waffenanlage sind der Kommandant, mindestens ein Feldwebel, der Richtkanonier, ein Unteroffizier oder Stabsunteroffizier, der Funker, ein Mannschaftsdienstgrad, in der Regel ein Wehrpflichtiger. Ich bin der Funker und überwache den Sprechfunkverkehr. Ich habe Verbindung mit dem Alarmposten. Melden sich im Funkkreis. Ich fahre die Anlage hoch. Herr K., wir gehen nach Überraschung. Herr K., ich habe Überwachung eingenommen, wir gehen jetzt nach Bereitschaft. Verstanden, Sicherheit vorhanden. Die Waffenanlage kann nun selbstständig oder unter Führung des Gefechtsstandes feindliche Flugziele bekämpfen. Mit meinem Radar erfasse ich Flugziele in einem Radius bis 16 Kilometer. Besser ist es natürlich, wir arbeiten im Silent Mode. Dann bekommen wir die Zieldaten vom FDR über Datenfunk und bleiben somit für den Feind unentdeckt. Mit dieser Optronik und mit diesem Bedienpult verfolge ich mein Ziel optisch.
Nach erfolgreicher Aufschaltung übernimmt das Folgeradar die Steuerung des Turms und der seitlich angebrachten Werferarme. Auf Kreta beginnt die Übung mit dem Munitionieren. Die verwendeten Lenkflugkörper haben ein zweistufiges Feststofftriebwerk, Endgeschwindigkeit 500 Meter in der Sekunde. Der Gewichtskopf verfügt über einen Aufschlags- und einen Annäherungszünder. Insgesamt hat jede Waffenanlage 10 Lenkflugkörper, je einen am Werfer und je 4 in den Magazinen rechts und links. Geschossen wird auf einen Radarschleppsack, gezogen von einem Learjet an einer 6 Kilometer langen Leine. Im Bunker steigt die Spannung bis zum Crewwechsel. Volle Konzentration bei der ganzen Mannschaft. Dann geht's endlich los. Bereitschaft. Zunächst kann die Crew zwei Schüsse der Nachbaranlagen mitverfolgen und testen, wie gut sie drauf ist. 7-6! 7-4! Und feiern? Kommandant führt. Ich sehe da kein Ziel. Da bei dir für dich eine Wolke. Da fliegt doch keine Rakete hin. Manuel! Ja! Du jetzt eine Aufschaltung holst, drück dich mal Radar. Ah ja, sicher. Schalt's um. Stell dich mal auf den Radarschuss ein. Nun ist klar, die Aufgabe wird nicht leicht. Jetzt bloß keine Nerven zeigen. Attention, attention, this is DSO. Roland Mitchell is going to be fired. Neumann, er kommt. Feuer frei. Na also, der Jubel ist verdient. Unsere Crew hat am nächsten Tag noch einen Schuss, denn das Schießen auf Kreta dauert 2 Tage und zeigt eindrucksvoll die große Leistungsfähigkeit der FLARAC-Mannschaften. Auch wenn manch einer vielleicht meinte, ruhige, ich stand 20 hier.